Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute kommen wir zu Ihnen, Herr Dr. Schneider, den ich hier herzlich begrüße bei uns im Rathaus und meine Wenigkeit, um Ihnen noch mal vielleicht ein paar positive Meldungen mitzugeben. Die aktuelle Statistik zeigt es, seit dem 5. Juni sind wir in Hövloff Corona-frei und im Grunde genommen bereits seit April auf einem sehr, sehr guten Weg. Herr Dr. Schneider, schön, dass Sie uns heute noch mal mit Ihrem Sachverstand zur Seite stehen. Ist ja fast eine Punktlandung. Sie haben damals gesagt, 30.06. bis dahin müsst ihr euch erst mal darauf einstellen, dass hier in Hövloff gar nichts mehr stattfindet. Jetzt sind wir bei Mitte Juni. Hat doch gut geklappt. Ja, es hat gut geklappt bisher. Vor allen Dingen aber hat es gut geklappt, weil sich die Bevölkerung, die Vereine, die Institutionen daran gehalten haben. Abstand halten, Mundschutz tragen, Nasenschutz tragen und die Nüßhygiene zu machen. Wir haben in der Anfangsphase erlebt, wie alle an einem Strang gezogen haben. Man hat das Gefühl, es wird jetzt wieder etwas lockerer. Wir werden da gleich noch mal drauf eingehen. Aber nur durch die konsequente Umsetzung aller Maßnahmen, auch durch die Kontaktbeschränkungen, wir hatten ja kein Kontaktverbot, die Kontaktbeschränkung hat es hier im Ort wie auch in anderen Orten unseres Kreises sehr gut geklappt. Wird denn überhaupt noch getestet? Viele sagen, das liegt nur daran, dass gar nicht mehr getestet wird. Ja, das ist verkehrt. Wir testen mehr teilweise als zur Akutzeit, wo wir wirklich nur Akutpatienten getestet haben, wo auch die Praxen deutlich leerer waren aus Angst der Patienten, sich infizieren zu können. Wir testen pro Tag ungefähr 15 bis 20 Patienten weiterhin. Wir werden diese Testung ausbauen. Es gibt neue Erlasse auch des Bundesgesundheitsministeriums. Wir werden Heimpatienten, wir werden Heimmitarbeiter, wir werden Mitarbeiter der Rettungsdienste, der Feuerwehren und auch symptomfreie Patienten öfter testen, auch in 14-tägigen Abständen testen, um gerade bei niedrigen Fallzahlen die Nachverfolgbarkeit für die Gesundheitsämter zu ermöglichen, um wirklich weitere Verbreitung und einen erneuten Anstieg vermeiden zu können. Nun hat auch die Landesregierung reagiert. Seit dem 15. Juni gibt es ja massive Lockerungen auch bei uns. So sind jetzt wieder Festivitäten zu besonderen Anlässen, ich denke mal an Goldene Hochzeiten, Diamantenhochzeiten, Altersjubiläen, bis zu 50 Personen möglich. Ich darf also auch wieder tanzen. Ich darf ohne Abstandsregelung sehr, sehr nahe auch an meine Mitbürger treten. Über 100 darf ich sogar Veranstaltungen durchführen mit entsprechenden Hygienemaßnahmen. Es gibt wieder Sportmöglichkeiten. Bis zu 30 Personen draußen, bis zu 10 drin. Also auch Kontaktsportarten wie Fußball, wie Handball, wie Basketball. Viele sind ein wenig in Sorge darüber und sagen mir, es scheint inzwischen wichtiger zu sein, dass die Nachverfolgbarkeit da ist, das heißt, dass ich weiß, mit wem ich am Tisch gesessen habe, als dass ich genug Abstand einhalte. Wie würden Sie das denn beurteilen? Ja, das Problem stellt sich genauso dar. Wir müssen noch einmal ganz zurückgehen und wir wissen wenig über das Virus, wir wissen aber immer mehr über das Virus. 10% aller Infektionen geschehen über Schmierinfektionen von Oberflächen, aber 90% geschehen eben über die Atemwege. Davon 50% als Tröpfcheninfektion. Ungefähr Abstand bis 1,5 Meter. Die Tröpfchen sind schwer, hatten wir schon gesagt, sinken zu Boden. Aber die anderen 50%, das sind die Aerosole, das sind die feinen Tröpfchen, die lange in der Luft bleiben, die auch von einer Klimaanlage in geschlossenen Räumen weit verbreitet werden können. Das scheint man vergessen zu haben. Das ist die Grundlage. Da müssen wir uns einmal zurückbesinnen und Abstand halten, Mund-Nasenschutz machen und konsequent nicht nötige Veranstaltungen meiden. Ganz, ganz wichtiges Anliegen sind natürlich auch unsere Kinder. Seit vergangener Woche sind die Kindergartenkinder wieder alle in ihren Einrichtungen. Seit Anfang dieser Woche auch die Grundschulkinder wieder. Es soll wieder zum Normalbetrieb nach und nach überlaufen. Jetzt gibt es neuere Studien auch, wie Kinder als Überträger fungieren können, welches Infektionsrisiko Kinder haben. Vielleicht können Sie da mal kurz darauf eingehen, welche Sorgen können wir uns da vielleicht ersparen? Ja, Herr Drosten hat ja heute eine große schwedische Studie vorgestellt. Da sind Kinder, Jugendliche von 0 bis 19 Jahren getestet worden über groß angelegte Bluttests und Erwachsene von 20 bis 64. Bei den Kindern in der Gruppe 0 bis 19 hatte man eine Blutdurchseuchung mit dem Coronavirus von 7,5%. Bei den Erwachsenen war es erstaunlicherweise und im Widerspruch zu allen deutschen Studien 1% weniger. Da hatte man nur 6,5%. Die Kinder hatten keine Symptome, die Kinder waren nicht erkrankt, aber sie haben eine Corona-Infektion durchgemacht, sind Virusträger, vielleicht auch noch aktiver Virusträger, man weiß es nicht, man hat keinen Rachenabstrich gemacht.
Ziel muss es sein, wenn die Schulen aufmachen, das sind alles auch politische Entscheidungen, dass mehr getestet wird, dass auch Kinder getestet werden, dass auch Lehrpersonal getestet wird, dass man vermeidet, dass es zu Ansteckungsherden kommt, wo Kinder es mit in die Familien tragen, wo es zu Großeltern getragen wird, wo es mit ins Altenheim getragen wird und wo wir neue Infektionsherde aufmachen. Wir müssen auch sehen, dass wenn wir testen, dass wir nur Schulklassen bei einem positiven Fall eventuell schließen müssen, dass wir nicht wieder ganze Schulen oder dass wir nicht wieder ganze Orte mit ihren Schulen schließen müssen und dass wir nur durch Testungen gehen. Und das ist auch das, was Herr Drosten daraus fordert. Mehr testen, mehr in den Schulen testen, mehr in den Kindergärten testen. Unser Hallenbad, wir haben es nach wie vor geschlossen, obwohl wir es ja schon wieder öffnen dürften. Wir folgen da auch Ihrer Empfehlung, dass es dort durch Aerosolwirkung ein hohes Infektionsrisiko gibt. Gibt es da schon erste Erfahrungen aus anderen Kommunen, die Sie vielleicht mitbekommen haben? Oder würden Sie weiterhin sagen, aus den grundlegenden Erfahrungen, die wir insgesamt mit Aerosolwirkung haben, lass es doch noch geschlossen? Ja, genau. Also es gibt überhaupt keine Erfahrungen, es gibt keine Statistiken, es gibt auch keine validen Daten. Das wird auch sicherlich nicht vor 2021 vorliegen. Es bleibt dabei mit der Komplexität der Aerosolwirkung, nicht belüftete Räume, hohe Luftfeuchtigkeit, keine offenen Fenster. Ich würde es geschlossen halten, ich würde mich dem Infektionsrisiko nicht aussetzen und ich würde es auch so weiterempfehlen. Und wie ist es mit Sauna? Ich habe gehört, ab 70 Grad hat das Virus keine Chance, also kann ich auch jetzt dort mich wieder dem Schwitzerlebnis hingeben? Könnte man glauben, ist auch möglicherweise gewollt, aber auch hier ist wieder, wir verlassen unseren Weg der Abstandsregelung, wir werden keine 1,5 bis 2 Meter haben, wir werden die Tröpfcheninfektion kriegen können, wir haben die Aerosolwirkung, es wird ad absurdum geführt, unser ganzes Bestreben, unsere gute Statistik, wenn wir uns nicht zurückbesinnen auf Abstand, Mund-Nasen-Schutz und das tun, was notwendig ist. Nun beginnen die Sommerferien in Kürze. Die Länder haben glücklicherweise wieder geöffnet. Wir können auch wieder unserem Urlaubserlebnis frönen, wenn wir es denn auch wollen. Welche Erfahrungen würden Sie dort prognostizieren in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wenn wir ferne Länder bereisen und dann vielleicht das Virus wieder mit nach Hause bringen? Ja, es ist ja sehr unterschiedlich, auch was wir in den Medien sehen. Es gibt Orte an der Nord- und Ostsee, wo das hervorragend klappt oder auch im Bayerischen Wald. Es gibt aber auch Orte, wo man denkt, hier kann irgendwas nicht stimmen. Es müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Es muss Mund-Nasen-Schutz getragen werden in den öffentlichen Gebäuden, auch im Bereich der Gastronomie, bis ich mich an meinem Tisch befinde. Überall, wo dieses außer Acht gelassen wird, gibt es Probleme. Ein Problem ist weiterhin die Fliegerei. Es gibt keine validen Studien, die sagen, durch die Filter, was uns ja immer erzählt wird, ist die virale Geschichte abgedeckt. Die Filter filtern Bakterien raus. Ob sie alle Viren rausfiltern, auch die Partikelgröße des Coronavirus, man weiß es nicht. Es gibt Studien, die zeigen, dass auch Viruspartikel bis in die vierte Sitzreihe hinter dem eigenen Sitz gelangen können. Abstand halten im Flieger wird aus kommerziellen Gründen auch nicht möglich sein. Ich wäre da kritisch. Ich weiß auch nicht, ob das das Urlaubserlebnis ist, was zur Erholung und zur eigenen Entspannung dienen kann. Ja, Dr. Schneider, wir warten natürlich alle auf gute Nachrichten, was die Impfbasis angeht. Einen Impfstoff, der natürlich Corona vorbeugt, aber auch auf ein Medikament, welches vielleicht die Symptome mindert oder vielleicht sogar für Heilung sorgt. Was gibt es da Neues auf dem Markt? Ja, es gibt wenig Neues. Wir haben es heute Morgen lesen können. Es gibt ein Medikament, Dexamethason, ist ein Cortisonpräparat, was in Studien sehr gut bei der Behandlung von stationären, schwer erkrankten Corona-Patienten abgeschnitten hat. 40% der Patienten auf einer Intensivstation, die beatmet werden mussten, hat man behandelt und eine Reduzierung der Todesfälle um 12% gesehen. Bei nicht beatmeten Patienten hat man eine Reduktion der Todesfälle in der Klinik um 20% gesehen. Statistisch gesehen müssen wir 8 Patienten mit dem Medikament behandeln in der Klinik, um einen Todesfall zu verhindern. Das heißt, 7 andere werden weiter sterben. Wir haben weder einen Impfstoff noch ein Medikament, dass wir sicher sein können, dass Corona nicht tödlich sei. Corona bleibt tödlich. Nun kann aber die neue Corona-App natürlich verfolgen, wo ich gerade gewesen bin, kann die Kontakte nachvollziehen, insbesondere wenn ich jemandem begegnet bin, der auch das Corona-Virus in sich trägt. Wie würden Sie die neue App beurteilen? Haben Sie schon sie runtergeladen? Haben Sie schon die ersten Erfahrungen? Ja, runtergeladen habe ich sie schon, allerdings noch keine 24 Stunden, also kriege ich auch noch keine Ergebnisse der Corona-App.
Sie kann nicht sagen, wo wir uns aufgehalten haben. Sie kann auch nicht sagen, wo wir hergefahren sind. Das ist ganz wichtig. Diesen Gedanken muss man wirklich nochmal aufgreifen. Datenschutzrechtlich ist das eine sichere Sache. Es ist komplett anonym. Es sind auch nur pseudonymisierte Daten, die nachher weitergegeben gegeben werden. 6 Millionen Mal wurde sie bis heute Mittag runtergeladen, wie Herr Spahn eben gesagt hat. Das ist eine gute Zahl. Es stimmt auch nicht, dass jeder Bürger sie haben muss, damit wir überhaupt sinnvoll damit arbeiten können. Es ist ein weiteres Puzzleteil in dem Puzzle, was wir basteln, um das Coronavirus zu besiegen. Neben all den anderen Maßnahmen, Abstandshaltung, Mund-Nasen-Schutz und natürlich eben auch allen Hygienemaßnahmen, ist es ein weiterer Baustein. Wichtig ist es, die Geräte tauschen untereinander über Bluetooth mehrmals in 15 Minuten ihre Daten aus. Und falls jemand positiv war und gibt dieses dann an die App zurück, entweder durch QR-Code oder durch eine TAN-Nummer, die er erfragen kann im Labor beziehungsweise auch über die Hotline der Corona-App, kann es möglich sein, dass Nachverfolgungswege, dass Kontaktwege nachverfolgt werden können und Infizierte isoliert werden können, bevor sie weitere infizieren können. Der große Vorteil ist, auch wenn wenig Bürgerinnen und Bürger sie benutzen und wir nicht 60 Millionen App-Teilnehmer haben werden, wir müssen gucken, dass wir die Herde rauskriegen, die Infektionscluster, wo wenige Menschen viele andere aufgrund der Nähe infizieren können. Und dafür ist die App meines Erachtens hervorragend geeignet. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Schneider. Auch ein Dankeschön dafür, dass Sie uns so gut durch die letzten Monate geführt haben. Sie waren uns ein sehr, sehr wertvoller Ratgeber hier im Krisenstab. Und Ihre Prognosen sind fast immer vollständig eingetreten. Deswegen vertrauen wir auch heute auf Ihre Worte. Wir sehen es gerade im Nachbarkreis Gütersloh, wo die Zahlen wieder massiv nach oben gehen. Zwar sind es zunächst mal bestimmte Einzelfallherde, doch nichtsdestotrotz merken wir, das Virus ist auch hier noch in der Nachbarschaft. Und von daher darf ich auch an Sie nochmal animieren, laden Sie diese App herunter, halten Sie sich weiter an die Abstandsregelungen wie bisher. Nicht zu viel Kontakte, aber trotzdem wollen wir auch in diesem Sommer natürlich die Kontakte pflegen. Wir wollen uns auch hin und wieder mal persönlich begegnen. Auch das ist mir sehr, sehr wichtig. Deswegen wünsche ich Ihnen eine gute Zeit in diesem Sommer. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr so oft an dieser Stelle begegnen müssen, um Ihnen das Neueste von Corona zu erzählen. Aber wenn es dann der Fall ist, werden wir auch wieder auf Sender gehen und Ihnen dann auch die richtigen Ratschläge hoffentlich geben für die nächste Zeit. Bleiben Sie daher gesund, bleiben Sie uns wohlgesonnen und ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit.